Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Wochenshop. Dann wollen wir mal ein bisschen reinschnökern in den Wochenshop von dieser Woche. Ja, und dann fängt auch gleich hier das Aushängeschild, und zwar The Enderman ist schon wieder so ein Halloween-Pack, das sie uns anbieten wollen. Leider ist die Story wie immer auf Englisch. Ich hoffe, sie richten sich auch irgendwann mal nach der deutschen Community und machen auch mal hier solche Packs auf Deutsch oder wenigstens mit Untertiteln auf Deutsch halt, aber naja. Ja, jedenfalls ein englischsprachiges Pack hier von The Enderman. Ich gehe jetzt mal von aus, man spawnt in einem Camp und dann wird der Enderman sich nähern und dich versuchen zu packen. Naja, wer darauf steht, kann sich das natürlich holen. Ja, ansonsten, wir wollen noch ein bisschen gucken, was sonst noch alles für die Woche neu ist. Ich habe schon ein bisschen rumgeschnökert, was so dabei ist, aber leider nichts umsonst und auch nicht unbedingt was ich empfehlen kann. Ich hätte einmal hier City Dream, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ne, so ein Rollenspiel halt in der Stadt. Ne, gibt auch einige Skins. Ich denke mal, für jeden was dabei. Gibt sogar zwei umsonst Skins, wenn man einfach mal solche Skins haben möchte im Anzug. Ja, ansonsten viele Fahrzeuge, die das Paket mit bei hat. Also wenn man auch, sag ich mal, nebenbei sich auf so einer Welt dann was Eigenes bauen will, hat man ja dann auch noch die passenden Fahrzeuge. Ja, ansonsten kartenmäßig, ich denke mal, es ist auch wieder sehr klein gehalten von der Map. Aber ich denke mal, so für so ein, oder wenn man die Fahrzeuge gerne möchte, ist es schon ein richtiges Pack für 5 Euro. Ansonsten haben wir noch eine Safari-Welt. Für Tierliebhaber ist das definitiv was. Man sieht ja jetzt schon gleich auf den ersten Bildern ein sehr umfangreiches Tierpaket. Mapmäßig geht, so würde ich mal sagen, für 6 Euro alles dabei. Ja, für aber wie gesagt, Safari World. Ne, ihr könnt ja die Welt auch immer anders nutzen, als einfach nur euch die Tiere anzugucken. Könnt ihr dann auch sowas nutzen, um euch dann auch da ein Zoo oder sowas zu bauen. Ne, aber gar nicht mal so schlecht mit so einer großen Auswahl. Ansonsten kann man auch sehen, jeder kann hier auch solche Pakete hochladen. Wir haben hier zum einen so einen einfachen Spawn. Und zwar haben die hier einfach nur so eine kleine Burg hingebaut und ja, das kann man sich hier kaufen für 1 Euro. Also das kann echt jeder machen. Also ihr seht, Niveau ist ein bisschen runtergegangen, auch hier das hier. Für 2 Euro kann man sich einfach nur solch ein Gebäude holen. Ja, ist jetzt nicht doll. Aber naja. Ihr seht, jeder kann hier irgendwas hochladen und ja, keine Ahnung, ein bisschen was dafür verlangen. Ja, ansonsten nicht gerade viele Pakete dabei, die ich jetzt echt empfehlen kann. Eigentlich so gut wie gar nichts dabei. Naja, jedenfalls, wir wollen dann nochmal gucken bei den Skin-Paketen. Wir wurden wir auch wieder zugeschmissen damit. 42 haben wir gekriegt wieder. Es sind schon bei Halloween-Pakete dabei von Skins mäßig, was man sich holen kann. Aber allzu doll, was man sich jetzt hier unbedingt holen sollte, ist nicht dabei. Ich hätte nur eins im Angebot für euch, was echt optisch ja in Ordnung ist. Und zwar hier dieses, wie hieß es nochmal hier, Monsterschule. Ich finde die Skins, die sind relativ fetzig ein bisschen hier gestaltet. Und für so einen Halloween-Spaß geht das Ganze noch. Ne, so ein paar Monster halt, so NPCs hier, die man hier so ein bisschen spielen kann. Ne, ja, auch so ein Villager. Ja, gar nicht mal so schlecht. Das war dann auch der Marktplatz von dieser Woche. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet und daher kam die Woche so, na, kein Simpson-Video oder sowas, weil mit der Stimme möchte ich noch nicht unbedingt was aufnehmen. Aber ich gehe jetzt schon auf den Weg der Besserung, habe zwar immer noch mega Kopfschmerzen, das heißt jetzt hier nach dem Video werde ich mich auch wieder hinlegen, weil ich denke mal, sonst macht mein Kopf bald Buff und, ach nee. Naja, jedenfalls, für alle Gucker, aktiven Gucker, kann ich sagen, gibt es ab nächster Woche wieder ein oder 2, 3 Simpson-Videos, da ich dann auch wieder arbeiten gehe, wieder gesund bin. Nein, nicht richtig, aber ne, man möchte ja dann auch ein bisschen wieder vorankommen. Bei den Simpsons werden wir uns mit dem Thema Recycling ein bisschen beschäftigen. Ne? Also wir gehen mal ein bisschen auf unsere Umwelt ein. Ich denke mal, bei uns in Springfield haben wir ja noch nichts mit Recycling und die Stadt müllt sich langsam richtig zu. Von daher wollen wir mal was dagegen unternehmen. Dann freue ich mich drauf auf nächste Woche. Mit dem Recycling-Thema, ne, ein bisschen was für die Umwelt wollen wir auch tun. Ja, ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zugucken und wir hören uns oder sehen uns dann zu einer nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.